Moin Moin, wir haben uns gerade Frühstück gemacht. Es gibt hier Oats gekocht in Milch mit Banane und Apfel. Dazu gibt es dann noch Joghurt, denn das Kilo muss ja auch mal irgendwie weg. Und ich habe mir noch einen Schuss Honig, will ich mir dazu machen. Und natürlich nicht zu vergessen, unsere Weeds müssen ja auch irgendwie verbraucht werden. Und heute fahren wir in Nationalparks. Jetzt hier im Rakwal National Park und das hier hinter mir, das ist eine Kloake. Die kippen hier ihr Abwasser rein und behandeln das so ein bisschen mit Bakterien. Deswegen darf man hier auch nicht schwimmen. Da gibt es so Schilder da hinten, die erklären einem das alles. Aber es ist trotzdem wunderschön hier. Also dafür, dass das hier quasi eine Toilette ist. Das ist mal was ganz anderes als die Nationalparks, in denen wir bisher waren, weil die waren ja immer mehr so in den Bergen mit viel Wald, mit Regenwald und sowas. Und das ist jetzt halt direkt an der Küste da vorne, hinter dem Zaun. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann, da ist schon wieder das Meer. Jetzt schon einen Kilometer oder was von da hinten gekommen. Und ja, es ist einfach super bombengeil hier. Und es ist ein Nationalpark, der erste für heute, weil es kommt nämlich nachher noch einer. Gerade noch am Strand und jetzt schon wieder ein bisschen bergiger mit der hammergeilen Aussicht. Da hinten ist Byron Bay. Also ich erkenne hier noch den Leuchtturm auf dem Video, da sieht man den wahrscheinlich nicht. Das ist die Küste, das hier so das Valley quasi. Und da hinten in die Berge, da fahren wir jetzt hin. Wir machen gerade eine kleine Snackpause neben einer Kuhweide, die sehr cool aussieht. Ich liebe die Landschaften in Australien und die Natur. Und, es ist so geil hier. Ich will nie wieder aufhören zu reisen. Angekommen im Nightcap National Park. Der da. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Schild erkennen kann. Und da vorne.